Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Raab und hier geht es um die Themen Börse, Investment und Trading. Und heute beantworte ich euch eine Frage, nämlich ihr habt in dem letzten Video, wo es um die Broker ging, habt ihr gefragt, was ich denn von DEGIRO halte oder DEGIRO. Und heute beantworte ich euch diese Frage, was halte ich von diesem Broker und warum habe ich bei DEGIRO kein Konto? Also, eines möchte ich gleich vorwegnehmen, dieses Video soll kein Bashing dieses Brokers sein. Ne? Also das ist kein Video, wo ich sage, das ist ein schlechter Broker, geht nicht dahin. Ich will euch einfach nur meine persönlichen Gründe sagen, warum ich bei denen kein Konto habe. Das ist, diese Gründe sind vielschichtig und die will ich euch ein bisschen aufzeigen. Und ihr müsst am Ende dann selbst entscheiden, ob es der richtige Broker für euch ist. Ich weiß, etliche von euch haben ein Konto, bei dem sind zufrieden und deswegen ist das auch alles gut. Und ich will euch bloß einfach meine persönlichen Gründe sagen, warum ich zumindest bislang kein Konto bei DEGIRO habe. Also, fangen wir erstmal an. Was ist DEGIRO überhaupt? Das ist ein Broker aus den Niederlanden. Der wurde 2008 gegründet, also mittlerweile auch schon 9 Jahre her. Und zwar von ehemaligen, ich glaube von 5 Angestellten von Bing. Bing ist auch ein großer, oder Bing ist auch ein großer Broker, ein Retail-Broker in den Niederlanden. Ist jetzt hier in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt, aber in Holland ist das sehr, sehr groß. Die Holländer sind ja ganz groß im Optionshandel. Ne? Ihr wisst, das ist ja auch mein Hauptthema, mit dem ich mich beschäftige. Neben den ganzen Aktien handle ich ja hauptsächlich Optionen. Und in Holland werden sehr, sehr viele Optionen gehandelt. Da gibt es in Amsterdam eine große Optionsbörse. Da gibt es sehr viele Broker auch dazu. Und einer ist eben Bing. Und von dem sind halt mal ein paar Angestellte weg und haben dann DEGIRO gegründet. 2013 hat man dann angefangen, an Retail-Kunden zu gehen. Retail-Endkunden, ne? Also jetzt keine professionellen Kunden in Banken oder bei institutionellen Anlegern, sondern Retail bezeichnet quasi alles das, was wir hier so sind. Ne? Also quasi der private Endkunde hat man 2013 angefangen und hat dann wirklich ein sehr, sehr aggressives Wachstum an den Tag gelegt. Man ist dann in sehr viele Länder gegangen, in ganz Europa, also England, alles, was du so in Europa hast, also Belgien, Luxemburg, Frankreich, Großbritannien, Polen, Slowakei, Tschechei und so weiter. Also die sind wirklich, kann man sagen, fast überall in Europa vertreten und sind da auch sehr, sehr stark unterwegs. Und es gibt noch einen Punkt, nämlich die haben einen eigenen Hedgefonds, HEQ Markets. Und auf diesen Hedgefonds kommen wir dann gleich später nochmal zurück. So, was sind jetzt die Gründe, warum ich bei denen kein Konto habe? Ich habe, als der Broker damals angefangen hat, mich relativ schnell mit dem beschäftigt, weil ich mir immer alle Broker anschaue, die es neu am Markt gibt. Weil es können ja immer Broker sein, der interessant ist. Und als sie dann hier nach Deutschland gekommen sind, das war glaube ich auch so 2014, 2015 etwa, habe ich mir die auch angeschaut. Und da ist mir als erstes aufgefallen, dass die meisten schauen sich ja den Broker immer nur von den Gebühren her an. Ne? Und DEGIRO, das muss man einfach sagen, ist sehr, sehr günstig. Ne? Wer also jetzt zum Beispiel an der Eurex Optionen handeln will oder wer an der Eurex Futures handeln will, da ist DEGIRO zum Beispiel viel billiger als Interactive Brokers. Ne? Und die sind schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, bei denen kostet ein Future an der Eurex nur 75 Cent. Und viele schauen ja nur auf die Preise. Das mache ich natürlich auch. Aber ich schaue mir auch an, naja, verdienen die zum Beispiel auch Geld? Und Fakt ist, dass DEGIRO, zumindest war es bis 2016 so, nach den Zahlen, die mir bekannt sind, kein Geld verdient hat. Ne? Jetzt könnte man sagen, okay, das ist mir egal, ob der Broker Geld verdient, aber es ist natürlich so, ich bin da ein bisschen ein gebranntes Kind, weil ich habe selbst schon 2 Broker oder eigentlich sogar 3 Brokerpleiten live erlebt. Einmal, das ist viele, viele Jahre her, vielleicht die Älteren unter euch kennen das noch, da gab es in Düsseldorf den Broker, der hieß Refco, beziehungsweise die deutsche Niederlassung, die europäische Niederlassung war in Düsseldorf, Refco, war ein großer Broker aus den USA, aus Chicago, damals meines Wissens nach der 6. Broker der Welt und die sind sogar an die Börse gegangen und ein paar Wochen später waren die pleite. Jetzt ist es so, wenn ihr ein Brokerkonto habt, dann habt ihr immer meistens oder heutzutage ist es eigentlich fast immer so, dann habt ihr sogenannte Segregated Accounts, das heißt, das Geld des Brokers wird getrennt vom Geld des Kunden aufbewahrt. Es ist aber natürlich trotzdem unschön. Also damals war es so, Refco war pleite, das heißt, der Broker, der hat weitergearbeitet, aber war insolvent und wir konnten weiter traden, mussten alle Positionen dann schließen und wir wurden dann quasi verkauft an Marex nach London.
Da ich damals sehr viele Rohstoff-Futures schon gehandelt habe, haben die aber gesagt, wir wollen euch nicht, wir wollen euch Rohstoff-Futzis nicht und deswegen sucht euch mal einen anderen Broker. Und dann bin ich nach Amerika zum anderen Broker gegangen. Das heißt, das ging aber damals problemlos. Ich habe dann später erlebt, ich war dann bei Elleron, Broker in den USA, sehr guter Broker in Chicago. Und wer zum Beispiel das Buch gelesen hat, Optionsstrategien für die Praxis, da ist noch eine Werbung, in der allerersten Auflage allerdings nur, da ist noch eine Werbung für Elleron drin, weil ein sehr, sehr guter Freund aus Chicago, der Dave, der hat uns damals sehr unterstützt. Und Elleron wurde dann später verkauft an Vision Financial Markets. Dann, ich glaube, das Buch, wo es rauskam, waren die schon bei Vision Financial Markets. Also das heißt, der eine Broker hat den anderen gekauft, das ist üblich heutzutage. Und die sind dann später weiterverkauft worden an PFG Best. Auch das war ein sehr, sehr großer Broker, aber der war plötzlich pleite. Und hier hat eben das System Segregated Accounts nicht funktioniert und dann war die ganze Kohle weg. Und ich war glücklicherweise nicht bei denen, weil mein persönlicher Ansprechpartner damals eben gesagt hat, PFG Best, mir gefällt das von der Unternehmenskultur nicht, komm, lass uns woanders hingehen. Und er ist mit seinen ganzen Kunden dann woanders hingegangen, unter anderem auch mit mir. Und deswegen war ich von PFG Best nicht betroffen. Ich kenne aber viele Leute, die damals da waren und die dann eben Geld verloren haben, beziehungsweise sehr lange warten mussten, bis das Geld wiederkommt. Und wenn du eben tradest, und das ist dein Job, und du hast da eben, was weiß ich, sagen wir mal 100, 200, 300.000 Euro liegen und dann kriegst du erstmal nur 30% wieder und der Rest kommt nach 2-3 Jahren wieder, dann ist das schon eine relativ ärgerliche Sache, weil dann nützt du dein ganzes Wissen nichts, du kannst kein Geld mehr verdienen. Ne? Und noch schlimmer hat es dann, das kenne ich allerdings nur vom Hörensagen, da war ich selber nicht involviert, hat es dann MF Global getroffen. MF Global, auch ein sehr, sehr großer Broker und die haben sich in der Euro-Krise massiv verhoben an Euro-Anleihen, oder also an europäische Staatsanleihen und haben, glaube ich, 6 Milliarden verloren. Und auch hier war das Geld der Kunden mit involviert, das war also weg. Und ich weiß, dass da einige Kunden richtig viel Geld verloren haben, also gerade im institutionellen Bereich auch, weil das nicht erstattet wurde dann oder nur teilerstattet wurde. Da gibt es heute noch, laufen da noch Prozesse. Und deswegen bin ich persönlich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ein Broker kein Geld verdient, weil ich finde, gerade in diesem Business, wir brauchen einen Broker und da gilt Leben und Leben lassen. Und wenn ich die allerbilligsten Preise habe und der verdient kein Geld, naja, wie lange wird er denn das machen? Ne? Also ewig kann er das nicht machen, wenn er irgendwie jemand hat, der ihn staked, also Geld gibt, immer ein großer Investor und so, mag das gehen. Aber wenn du eben kein Geld verdienst, ist das schlecht und die Giro war zumindest so, wir einigen uns jetzt mal auf die Aussprache, die Giro. Ich weiß, es wird schon wieder einige geben, die mir sagen, wie es besser ausgesprochen wird. Die haben eben kein Geld verdient, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und das ist für mich eine Warnlampe. Ne? Ist aber, wie gesagt, aus meinem persönlichen Erleben heraus. So, die nächste Sache, die mir nicht gefallen hat, und zwar, die Giro hat 2015, Anfang 2016 mal Gebührenänderungen vorgenommen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja kein Problem. Aber die haben das eben auch rückwirkend vorgenommen. Die haben also auch für die Jahre 2015 und 2014 ihren Kunden rückwirkend Gebühren in Rechnung gestellt. Das waren relativ kleine Beträge. Da geht es irgendwie um 2,50 Dollar im Monat oder 2,50 Euro im Monat. Und dann hat man eben gesagt, okay, komm, das brechen wir dir auch rückwirkend für 2015 und 2014. Und jetzt kann man sagen, ja, komm, 2,50. Aber hier geht es ums Prinzip. Ich persönlich möchte nicht bei einem Broker Konten haben, der mir rückwirkend die Gebühren verändert. Und wie gesagt, ich kenne auch nicht die genauen Hintergründe, warum das so war. Ich weiß bloß, dass es so war, das ist unstrittig. Und das ist etwas, wo ich sage, da geht bei mir eine Warnlampe an, möchte ich nicht. Ne? Ganz einfache Sache. So, der dritte Grund, und da kommen wir nochmal auf diesen Hedgefonds, den die haben, HEQ Markets zurück. Und zwar, ich handle ja sehr viele Optionen. Und dieser Hedgefonds hat mal eine ganze Zeit, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, also deswegen, ich spreche hier ganz klar in der Vergangenheit. Dieser Hedgefonds, der zu DEGIRO gehört, der hat für die Kunden von DEGIRO als Gegenpart oder als Counterparty gearbeitet. Das heißt also, du hast eine Order dort aufgegeben und dann ist diese Order aber gar nicht an die Börse gegangen, sondern der Hedgefonds hat quasi hat die Gegenposition eingenommen zu dir. Kann man sagen, okay, das wird ja viel gemacht, gerade so im CFD-Bereich und so, da arbeitest du ja auch immer permanent gegen den Broker.
Ja, da gibt es ja jetzt gerade so auch so ein Video von Anton Greil, was so ein bisschen durch YouTube geht. Kann ich auch vielleicht nächste Woche mal was dazu sagen. Und hier war es auch so, dass es auf jeden Fall auch bei Optionen so war. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht heraus ein absolutes No-Go ist. Ne? Ein Broker, der Börsenhandel anbietet, also an regulierten Terminbörsen, der hat gefälligst seine Orders an die Börse zu routen. Und nicht zu sagen, hey, ich bin hier der Hedgefonds, ich stelle mich hier mal dagegen. Weil dann wird nämlich diese ganze günstige Gebührenstruktur ein bisschen auf den Kopf gestellt. Warum? Es gibt so eine ähnliche Firma in den USA, Option House in Chicago. Und auch die haben einen Hedgefonds dahinter stehen. Und der Hedgefonds funktioniert als Market Maker für die Kunden. Bedeutet, du gibst eine Order da auf zu sensationellen guten Gebühren und siehst aber gar nicht die Börsenpreise, sondern du siehst die Preise, die der Market Maker stellt. Und der muss dir ja nur jedes Mal den Spread 1-2 Cent ein bisschen größer machen oder ein bisschen in seine Richtung verschieben, was heutzutage mit Software relativ simpel ist. Und dann zahlst du einen schlechteren Preis. Und das ist ja jetzt die Frage, nützt dir dann der bessere Preis etwas, also die besseren Gebühren, wenn du dann im Nachhinein aber mehr bezahlst an der Börse oder weniger bekommst, wenn du eine Aktie oder eine Option verkaufst. Ne? Und das ist etwas, wo ich durchaus ein bisschen Probleme damit habe. Das war einer der Gründe, warum ich damals bei Option House zum Beispiel in den USA, ich habe mir die angeschaut in Chicago, war bei denen da und wir waren auch mit denen relativ weit, bis ich das dann mitbekommen habe und gesagt, okay, dann machst du dort auch kein Konto auf. Ne? Es gab vor Jahren einen sehr, sehr schönen Blog, der ist leider mittlerweile eingestellt worden und zwar hieß der Amsterdam Trader. Ich mache euch mal den Link zu einem speziellen Artikel, den mache ich euch mal hier unter das Video. Und zwar Amsterdam Trader, das ist ein ehemaliger Optionshändler aus Amsterdam gewesen. Ich war auch so ein bisschen mit dem in Kontakt und der hat sehr, sehr viel über Hintergründe geschrieben. Ne? Und eines muss man natürlich jetzt dazu sagen, hat immer so ein bisschen hinterleuchtet, was passiert bei Bing, was passiert bei DeGiro und so weiter. Und jetzt weiß man natürlich nicht, das muss man ja fairerweise sagen, aus welcher Motivation heraus hat er das gemacht. Es kann ja einfach auch sein, der war aus irgendeinem Grund, ich sage jetzt mal angepisst, ne, weil er irgendwie eine persönliche Fehde mit denen hatte. Freunde sind die jedenfalls nicht mehr geworden. Und die Artikel sind aber alle noch online und ihr könnt das lesen und könnt euch da mal euer eigenes Urteil darüber bilden und könnt das mal schauen. Wie gesagt, alles natürlich, wenn jemand sowas schreibt, ist er immer subjektiv, nie objektiv, das ist ganz klar. Und das waren aber so Gründe, wo ich dann auch so ein bisschen recherchiert habe und gesagt, dann halte ich mich lieber raus. Ne? So, und der letzte Grund, warum ich kein Konto bei DeGiro habe, ist, dass die keine Optionen an US-Börsen anbieten, keine Future-Optionen. Ne? Und da ich sehr viele Future-Optionen handle und da die das momentan zwar offiziell auf ihrer Webseite machen, also sagen, dass sie das haben, aber letztendlich dann doch nicht haben, ist es ein Grund für mich, da kein Konto aufzumachen. So, und falls es hier jemand übrigens zuschaut, ne, von DeGiro, dann gerne einfach auch mal mit mir Kontakt aufnehmen. Ist ja bekannt, wie man mich erreicht. Ne? Und dann können wir uns gerne über das mal austauschen. Wir können auch mal gerne hier ein Interview machen und über diese Dinge sprechen. Also ich bin da wirklich total offen. Ich habe weder von den einen noch von den anderen was. Deswegen, wir können da gerne darüber sprechen. Ihr könnt mir auch eure Erfahrungen mal reinschreiben über DeGiro. Das waren aber die Gründe, warum ich eben kein Konto da habe. Wie gesagt, wenn man das vernünftig ausräumen kann, die Preise scheinen sehr, sehr okay zu sein. Plattform soll wohl auch ganz gut sein, aber das sind einfach Punkte, wo ich sage, das müsste vorher für mich persönlich geklärt sein, bevor ich da ein Konto aufmache. Weil eins ist ganz wichtig, das, was ihr bei einem Broker einzahlt, ist euer wichtigstes Arbeitsinstrument, nämlich euer Geld. Weil euch nützt das ganze Wissen nichts, wenn ihr sagt, okay, hier oben ist quasi das Brain ganz okay und ich habe einen guten Plan und ich weiß, wie es funktioniert und ich kann Geld verdienen an der Börse, wenn dann euer Mittel zum Zweck, nämlich der Broker, euch irgendwie, was ich jetzt die DeGiro in keinster Weise unterstellen will, man muss ja schon so reden, ne, wegen den ganzen Anwälten, ich will das niemandem hier unterstellen, dass das absichtlich dann irgendwie das Geld verzockt wird oder so, aber da muss man einfach 100% nicht sicher, aber überzeugt sein, dass man das Geld in gute Hände gibt. Ne?
hundertprozentige Sicherheit, die wird es wahrscheinlich nie geben. Aber immer, wenn man so ein bisschen in Zweifel hat an dem Broker, sagt, ah, ist das wirklich so das, was das Richtige ist, ne? Dann ist es meine, das habe ich zumindest in den letzten 20 Jahren gelernt, dann sollte man eher Abstand davon nehmen. Es gibt doch genügend. Ne? Es gibt doch nun 1000 Broker auf der Welt. Also warum muss es dann unbedingt zwingend der sein? Und wie gesagt, viele schauen immer nur auf den Preis. Und das ist okay. Commissions, Kosten sind sehr, sehr wichtig für einen Privatkunden. Die sollte man möglichst gering halten. Aber man sollte natürlich auch auf die Solidität achten, aufs Geschäftsgebaren und so weiter und so fort. Deswegen, ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, sowohl die positiven als auch die negativen. Ne? Ihr wisst, wenn es irgendwie dummes Zeug ist, dann ist mir es auch egal. Aber ich weiß, dass ganz viele von euch auch fachlich sehr, sehr gute Kommentare immer schreiben. Also schreibt die mir rein. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.